Vom 7. bis zum 19. Dezember findet die UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal, Kanada statt. Dazu treffen sich Regierungen aus der ganzen Welt, um neue Ziele bis 2030 festzustecken, um dem Verlust von Natur und Artenvielfalt Einhalt zu gebieten. Eine intakte Natur und Biodiversität sind entscheidend, um das Klimaziel, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, überhaupt erreichen zu können. Dafür sind konkrete Ziele und Maßnahmen nötig, die die Hauptursachen für den Verlust der Natur angehen, um das Wohlergehen des Planeten und auch unser eigenes zu sichern. Doch wieso ist das Thema Biodiversität überhaupt so wichtig? Sind nicht eigentlich schon immer Arten ausgestorben und hat der Verlust von einigen Käfern oder Pflanzen wirklich so große Auswirkungen auf uns Menschen? Darum geht's in diesem Video. Wie viele verschiedene Arten an Pflanzen, Tieren und Pilzen es tatsächlich auf der Welt gibt, ist bisher nur grob geschätzt. Gegenwärtig sind etwa 1,9 Millionen Tier- und Pflanzenarten offiziell beschrieben. Doch WissenschaftlerInnen schätzen die tatsächliche Anzahl auf irgendwas im Bereich von 5 Millionen bis zu 100 Millionen verschiedene Arten. Das bedeutet, bisher sind nur rund 15-20% der Arten wirklich bekannt. Nur von einigen dieser Arten ist ihre Rolle in ihrem Ökosystem wirklich erforscht. Die International Union for Conservation of Nature, IUCN, erfasst in ihrer roten Liste, wie stark verschiedene Tier- und Pflanzengruppen vom Aussterben bedroht sind. Nach ihren Untersuchungen sind gegenwärtig weltweit über 30.000 Arten vom Aussterben bedroht. Das entspricht rund 27% aller bisher untersuchten Arten. Auf Basis von 15.000 wissenschaftlichen Publikationen hat der Weltbiodiversitätsrat im Mai 2019 eine Gefährdungsanalyse herausgegeben. Dort beschreiben sie, dass der durchschnittliche Artenbestand in den meisten Landlebensräumen seit 1900 im Schnitt um rund 20% gesunken ist. Die Masse von Wildsäugetieren weltweit ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts sogar um 82% zurückgegangen. Dazu sind rund 3/4 der natürlichen Landökosysteme und etwa 66% der Meeresökosysteme erheblich beeinträchtigt oder zerstört. Jetzt könnte man annehmen, Massenaussterben hat es im Laufe der Erdgeschichte immer wieder gegeben. Und das stimmt. Aber die aktuelle Aussterberate von Tier- und Pflanzenarten liegt mehrere 10 bis mehrere 100 Mal über der Aussterberate, die durch Fossilienfunde für die vergangenen 10 Millionen Jahre belegt ist. Und diese Aussterberate nimmt immer weiter Fahrt auf, sodass wir direkt auf das 6. erdgeschichtliche Massenaussterben zusteuern. Die Hauptursachen für den Verlust der Artenvielfalt ist der Landnutzungswandel, wie zum Beispiel die Entwaldung von großen Waldgebieten und die Umwandlung von natürlichen Ökosystemen in große Agrarflächen. Die Zerstörung von großen Wiesenflächen oder Feldern zum Anbau von Monokulturen wie Mais oder Soja zerstören die Artenvielfalt. Und die direkte Ausbeutung von Tieren durch übermäßige Jagd oder Überfischung dezimiert Bestände ganzer Arten. Im Jahr 2015 wurden 33% der Meeresfischbestände komplett überfischt, 60% wurden maximal an der Obergrenze der Nachhaltigkeit befischt und 80% sind in keinem guten ökologischen Zustand. Und auch Abholzung, Vermüllung oder auch Bebauung zerstören komplette Lebensräume. Die konventionelle Landwirtschaft mit ihren riesigen Monokulturflächen laugt Böden vollständig aus, bis sie nahezu unbrauchbar sind. Auch der Rückgang der globalen Süßwasserbestände ist ein schwerwiegendes Problem. Derzeit werden mehr als ein Drittel der globalen Landoberfläche und fast 75% der Süßwasserressourcen für die Nahrungsmittelproduktion eingesetzt. Übermäßige Süßwasserentnahmen führen aber zur Austrocknung ganzer Flussbette und Seen. Zusätzlich verunreinigen wir Gewässer jährlich durch rund 400 Millionen Tonnen Schwermetalle, Lösungsmittel, giftigen Schlamm und andere Industrieabfälle sowie Pestizide. Und ein letzter wichtiger Faktor ist die Einschleppung von Arten in neue fremde Gebiete. Dort verdrängen sie nicht nur einheimische Arten, die, wenn sie sich nicht anders anpassen können, gegebenenfalls aussterben, sondern sie können ganze Lebensgemeinschaften und Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen. Der Verlust von Lebensräumen und die Zerstörung von Ökosystemen ist ein schwerwiegendes Problem für die globale Biodiversität. Eine der Hauptursachen dafür sind unter anderem der Anstieg von Treibhausgasen und der Klimawandel. Sich schnell und stark verändernde Klimaverhältnisse wie extreme Trockenheit, Hitze oder Überschwemmung zerstören ganze Lebensräume und die dort lebenden Organismen.
Oft sind wir von der Schwere der Auswirkungen im Ökosystem überrascht. Denn zwar haben wir ein gutes Grundwissen, wie die übergeordneten Funktionen der Biodiversität und Ökosysteme sind, wie Stoff- und Energiekreisläufe funktionieren und dass die Primärproduktion von Biomasse durch Photosynthese die zentrale Grundlage für alle davon ausgehenden Stoffkreisläufe sind. Aber wir wissen relativ wenig über die Wechselwirkung zwischen den Arten. Zwar gibt es dort Organismen, die man sehr gut erforscht hat, aber von vielen anderen Arten in den verschiedenen Ökosystemen der Erde weiß man bisher noch nicht, wie sie sich gegenseitig bedingen und wie sie miteinander leben. Auch die Wechselwirkung der Umwelt mit der genetischen Vielfalt und die Auswirkungen auf die genetische Vielfalt einzelner Arten und zwischen den Arten wird gerade erst erforscht. Auch wenn der Verlust einer einzelnen Art erstmal nicht dramatisch zu sein scheint und sich Ökosysteme dahin auch meistens anpassen können, ist jedoch der Verlust so vieler Arten in so kurzer Zeit kaum aufholbar. In Ökosystemen stehen die Arten in wechselseitiger Beziehung zueinander und sind teilweise direkt voneinander abhängig, zum Beispiel in Form von Symbiosen. So gibt es Ameisenarten, die Blattläuse vor Fressfeinden schützen. Im Gegenzug lassen die Blattläuse die Ameisen ihren sogenannten Honigtau melken. Das ist eine Art zuckerhaltiger Saft, den die Blattläuse ausscheiden, nachdem sie die Gefäße von Pflanzen angestochen haben und den in der Photosynthese hergestellten Zucker ausgesaugt haben. Damit macht die Blattlaus diese Nahrung für die Ameise erst verfügbar, sodass die Ameise davon nur profitieren kann, wenn sie die Blattlaus vor Attacken schützt. Stirbt eine dieser beiden Arten aus, ist die jeweils andere akut gefährdet, ebenfalls auszusterben. Zwar gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Anpassung an neue Umweltbedingungen oder den Wegfall einer Art in einem Ökosystem, aber wie effektiv und wie schnell diese Anpassung ist, entscheidet darüber, ob voneinander abhängige Arten überleben können und Ökosysteme sich regenerieren können. Handelt es sich bei der wegfallenden Art um einen Schlüsselorganismus, also eine Art, von der gleich mehrere Arten im jeweiligen Ökosystem abhängen, zieht das Aussterben dieser Art eine ganze Kettenreaktion nach sich und destabilisiert das ganze System. Und sterben gleich mehrere Arten aus, kann das Ökosystem und seine Wechselwirkung so stark gestört werden, dass es sich schlichtweg nicht mehr regenerieren kann und verloren geht. Der IUCN berechnete 2015 in einer Modellierung, dass durch den Verlust der damals 12.000 Arten auf der roten Liste mindestens 6.000 weitere Arten verloren gehen würden. Ökosysteme bestehen also aus hochkomplexen Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Arten und ihrer Umwelt, die wir teilweise noch gar nicht in ihrem gesamten Ausmaß verstehen. Doch sind Ökosysteme, die eine hohe Artenvielfalt aufweisen, in der Regel resistenter, gesünder und auch effizienter in ihrer Klimaleistung. Das klingt alles sehr dramatisch, doch was merken wir Menschen vom Verlust dieser Biodiversität eigentlich wirklich, außer, dass es vielleicht weniger Wespen gibt, die im Sommer unser Marmeladenbrot essen möchten? Nun, für uns hängt schlichtweg das Überleben der Menschheit davon ab. Wir sind Teil des globalen Systems und sind abhängig davon, dass die Ökosysteme funktionieren, abhängig von Nahrung, Wasser, Sauerstoff und einem Klima, in dem wir überleben können. Eine Schwächung der Artenvielfalt führt zu einer verringerten Klimaleistung der Ökosysteme und verstärkt den Klimawandel. Während gesunde Ökosysteme, wie zum Beispiel ein gesunder Regenwald, viel Sauerstoff produziert und vor allem auch viel CO2 aufnehmen kann, verliert dieses System durch Rodung gigantischen Ausmaßes an Leistung. Es wird weniger Sauerstoff produziert, aber vor allem verbleibt viel mehr CO2 in der Atmosphäre und verstärkt den Klimawandel. Studien zeigen, dass eine intakte Natur außerdem positive Auswirkungen sowohl auf die körperliche als auch die mentale Gesundheit des Menschen hat. So führt bessere Luft zu weniger Atemwegserkrankungen, das Ausbleiben übermäßiger Hitze zu weniger gesundheitlicher Beeinträchtigungen, weniger Hitzetoten und generell zu weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu wurde in den letzten Jahren auch erforscht, wie der Aufenthalt in der Natur unsere mentale Gesundheit beeinflusst. Es zeigte sich, dass regelmäßige Aufenthalte im Grünen sich nicht nur positiv auf Depressionen auswirken, sondern generell negativen Verstimmungen entgegenwirken. Doch darüber hinaus gibt es sehr pragmatische Gründe, wieso wir dem Verlust der Biodiversität aktiv entgegenwirken müssen. Es führt zu Ernährungsunsicherheit, Krisen und es kostet uns richtig viel Geld. Denn durch die Herabwirtschaftung von Agrarland und dem Verlust von fruchtbaren Böden ist die Produktivität der globalen Landoberfläche um ganze 23% gesunken. Und alleine durch den Verlust von bestäubenden Insekten sind globale Ernteerträge im Wert von bis zu 577 Milliarden US-Dollar gefährdet. Ernteausfälle und niedrige bis ausbleibende Fangquoten führen zu Ernährungskrisen
und entreißen in vielen Gebieten der Erde die Nahrungsgrundlage für Millionen von Menschen. Es kommt zu Migrationsströmen und verstärkten gesellschaftlichen Konflikten und Krisen, was wir schon heute alles beobachten können. Aufgrund der Zerstörung von schützenden Lebensräumen an den Küsten haben rund 100 bis 300 Millionen Menschen ein erhöhtes Risiko, Überschwemmungen und Wirbelstürme zu erleben. Und in einigen afrikanischen Regionen werden ganze Landstriche so stark herabgewirtschaftet, dass der Boden im wahrsten Sinne verwüstet und ein fruchtbares Land in unnutzbare Wüsten verwandelt wird. Und all das raubt uns Lebensgrundlage. Um all dem bis 2030 entgegenwirken zu können, soll auf der Biodiversitätskonferenz in Montreal erstmal ein Rahmen geschaffen werden, in dem Ziele festgesteckt werden und erforderliche Ressourcen möglichst gerecht umgesetzt werden können. Es sollen klare Ziele zur Bekämpfung von Übernutzung, Verschmutzung, Landaufteilung und nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken etabliert werden. Außerdem soll ein Plan entwickelt werden, der die Rechte der indigenen Völker schützt und ihren Beitrag als Bewahrer der Natur und nachhaltiger Bewirtschaftung anerkennt. Und nicht zuletzt sollen globale Finanzströme an die Natur angepasst werden, indem die Finanzen in Richtung nachhaltiger Investitionen und weg von umweltschädlichen Investitionen gelenkt werden. Wenn ihr zum Thema Biodiversitätsverlust und die Biodiversitätskonferenz im Dezember mehr erfahren wollt, schaut doch mal bei Die Debatte vorbei. Die beleuchten das Thema mit Hilfe von ExpertInnen aus verschiedenen Perspektiven in spannenden Multimedia-Formaten. Und falls ihr mehr zu den Themen die Kosten des Klimawandels und Ernährungsunsicherheit wissen wollt, verlinke ich euch hier zwei Videos, die ich auch früher schon mal mit der Debatte gemacht habe. Und sonst bleibt mir zu sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!